Einen schönen guten Abend, hier ist Svenja. Ja, ich folge heute mal meinem Impuls und hallo Peter, schön, dass du zuschaust. Ja, das Thema, dass ich so viele Menschen kenne, die alles versuchen, um glücklich zu werden, Freude zu haben, Leichtigkeit, um einen Partner zu bekommen, um glücklich im Beruf zu sein oder auch um existenziell frei zu sein. Hallo Peter, zweimal Peter, schön. Und ich hatte gestern in meinem Live-Call, wo ich meine Online-Teilnehmer begleite, das Thema, dass so viel gemacht wird, damit es irgendwie funktioniert, damit wir Freude, Leichtigkeit und so weiter bekommen. Und ich kenne so viele, wo es nicht funktioniert. Die machen Sport, die ernähren sich gesund, die versuchen alles. Und wenn ich dann mit denen spreche, ich begleite euch ja im Fluss der Pferdeenergie. Und ich erkläre euch, warum, wieso, weshalb ihr, trotzdem ihr so viel macht für euch, nicht in diese, ja, an euer Ziel quasi kommt. Und die Menschen, die ich begleite, die ein Pferd haben, da spiegeln es die Pferde sofort. Und bei den Menschen, die kein Pferd haben, da spiegelt es halt sofort auch das Innere, dass die Menschen sich trotzdem innerlich leer fühlen. Und schickt mir doch gern mal ein Herz oder woher ihr aus zuschaut. Das ist immer schön, wenn man weiß, wer da ist, oder einen Namen in die Kommentare. Das freut mich dann. Und ich mache diesen Weg oder gehe diesen Weg schon wirklich sehr, sehr lange. Und das, was ich herausgefunden habe, was ich heute mit euch teile, ist, du kannst so viel machen und tun für dich. Nahrung, Sport, Fitness. Du kannst sogar viel Geld haben. Finde ich auch mal wieder spannend. Und du kannst noch so viele Pferdetrainer, noch so viele Sättel, noch so viele Dinge an deinem Pferd rumbasteln. Wenn du es nicht fühlst, wenn du es nicht von innen nach außen für dich fühlst, dann wirst du immer dieses Gefühl, hi Steffi, cool, du bist da. Dann wirst du für immer dieses Gefühl der inneren Leere behalten. Und ich hatte mein tiefes einschneidendes Erlebnis, als ich schon ein paar Jahre in der psychologischen Beratung in meiner Praxis gearbeitet habe und ich einen Coach hatte, einen coolen Coach. Bei dem saß ich in der Praxis und ich war selbstständig, ich war Unternehmerin, ich hatte mehrere Angestellte. Ich bin da so reingeschneit, habe mich da auf den Sessel gehauen und habe gesagt, so ja, ich wollte mich jetzt hier mal weiter coachen lassen. Ich habe viel Erfahrung und ich habe schon viel gemacht und so. Und dann sagte er zu mir, ja, okay, was ist dein Thema? Ja, da war so ein bisschen Thema Partnerschaft, Unternehmerdasein, weniger Stress und so. Und dann sagt er zu mir, okay, Svenja, dann gucken wir uns das Thema jetzt mal an. Und dann sage ich, ja, okay. Und dann saß ich auf diesem Sessel und dann sagt er zu mir, ja, jetzt fühl mal in dich hinein. Wie fühlt es sich denn an, die Probleme mit deinem Partner, die Schwierigkeiten, die du in deinem Leben hast? Und dann bin ich meinen Körper so durchgegangen, habe das gefühlt. Und dann habe ich nach 3 Minuten gesagt damals, ja, alles klar, habe ich gefühlt und wo geht es jetzt hier weiter? Was machen wir jetzt? Und dann sagte damals der Coach, nee,
Was war das denn jetzt? Willst du mir doch nicht allen Ernstes erzählen, dass du jetzt hier 3 Minuten, dass du mir nach 3 Minuten sagst, du hast jetzt das Gefühl gefühlt und auch quasi angenommen, welche Probleme du mir jetzt gerade beschrieben hast. Und dann habe ich gesagt, ja, doch. Hallo Steffen, hallo Alexandra, ihr seid auch dabei, wie schön. Und das ist heute meine Message an euch, dass es geht darum, es wirklich zu fühlen und wirklich anzunehmen. Und ich saß dann bei diesem Coach, ich hatte so ein 3 Tage gebucht, 1:1, weil ich gemerkt habe, da ist noch mehr. Und ich habe wirklich 3 Stunden am Tag gefühlt. Und das war der Wendepunkt meines Lebens. Ab da wusste ich, okay, ich wusste vorher schon einiges durch viele Ausbildungen, Fortbildungen in der psychologischen Beratung. Und dann kam das wirkliche Gefühl. Hallo Verena, hallo Sarah Sky, schön, dass ihr da seid. Und darum geht es, ihr Lieben. Es geht darum, dass ihr nicht im Außen versucht, euer Inneres zu verändern, sondern ihr solltet für euch verstehen, dass ihr euer Leben nur von innen nach außen verändern könnt. Hallo Angelika, schön, du schaust auch zu. Und wenn ihr hier alle die Pferde haben, deswegen bin ich jetzt Expertin im pferdegestützten Coaching, weil eure Pferde spiegeln euch das sofort. Das heißt, wenn du ein Thema hast von Grenzüberschreitung zum Beispiel, von dem Gefühl der Grenzüberschreitung, was du dir noch nicht wirklich anschauen konntest, weil du es schlichtweg nicht wusstest. Ah, danke, ein Like, ich freue mich. Dann wird dir dein Pferd das immer wieder spiegeln, indem es deine Grenzen überschreitet. Und deswegen, die Pferde sind unsere Spiegel. Und das bedeutet, schaut mal ganz ehrlich zu euch hin. Und schaut mal ganz ehrlich, wie viel ihr schon versucht habt, damit ihr Glück und Freude habt, dauerhaft, damit ihr ein geiles Gefühl habt morgens, wenn ihr aufsteht und abends, wenn ihr ins Bett geht. Und ja, schaut mal, wie viel ihr dafür schon gemacht habt. Und dann wisst ihr ab heute, dass das Ganze im Außen nur etwas nützt, weil es ist ja toll, gute Ernährung, ich esse auch gerne tolle Sachen. Gerade von unserem Biobauern nebenan. Ich bewege mich auch gerne. Nur, hallo Anja, du bist auch dabei. Nur, es nützt nur was, wenn du es auch fühlst. Wenn du fanatisch Bio, nur noch Bio isst und dir so einen Druck machst, oh, ich darf nichts anderes, ich muss nur noch, ich muss, 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 dann hilft es auch nichts, dass du nur Bio isst. Sondern fühle, fangt an zu fühlen, ihr Lieben. Das ist so wichtig. Und ihr könnt damit anfangen, wenn ihr morgens aufwacht, mache ich jeden Morgen, und wenn es nur eine halbe Minute ist, gehe ich meinen Körper durch und ich fühle mich. Fühle ich mich unter Druck, fühle ich mich frei, fühle ich mich gestresst, fühle ich mich glücklich, was, wie fühle ich mich? Und dann nehme ich dieses Gefühl an. Früher bin ich einfach nur aufgestanden, habe überhaupt nicht ans Fühlen gedacht, bin quasi aus dem Haus gerannt, bin in meine Praxis gefahren, habe gearbeitet wie ein Tier, bin nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt, fertig, ohne Fühlen. Hab aber spannenderweise hab ganz viel gemacht. Ich habe Sport gemacht, ich habe mich fortgebildet, ganz viele psychologische Fortbildungen habe ich gemacht, habe Supervision gemacht, habe alles gemacht. Aber was ich nicht gemacht habe,
dass ich mich wirklich, wirklich, wirklich fühle. Und das ist der Changer. Wenn ihr damit anfangt, wird sich euer Leben im Außen verändern. Ja, und die Pferde bringen euch auf den Punkt zu eurem Problem. Das heißt, wenn euer Pferd steigt, buckelt, tritt, durchgeht, dann geht es um euer noch nicht gelöstes inneres Gefühl. Und wenn ihr das anschaut und auflöst, dann wird euer Pferd euch das nicht mehr so signalisieren. Hallo Kerstin, du bist auch dabei. Und das ist so genial. Und meine Arbeit ist ja im Fluss der Pferdeenergie. Das bedeutet, dass wenn ihr ein Pferd habt, könnt ihr das wirklich sehr direkt morgen ausprobieren, was ich euch heute erzählt habe. Und wenn du kein Pferd hast, ist es halt genauso geil, weil du mit diesem Wissen, was ich habe und mit dieser Kombination der Pferdeenergie auch wunderbar in deine Gefühle kommst. Hi Kerstin, cool, schön. Und darum geht es. Ja. Und in diesem Sinne lade ich euch auch herzlich ein. Ich mache ein kostenloses Online-Retreat am 10.4., 11.4. und 12.4. um 20.30 Uhr. Und da erzähle ich euch ganz viel tolle, tolle Sachen. Hallo Mirjam, schön, du bist dabei. An dem Online-Retreat sind ganz viele tolle, schöne Sachen. Da geht es um die Pferdeenergie. Es geht bei dem Online-Retreat, dass ihr nach diesem Retreat wisst, das verspreche ich euch, dass ihr eure Grundmuster kennenlernt. Weil eure Grundmuster werden in den ersten 6 Lebensjahren gestellt. Das erkläre ich euch. Und ich erkläre euch auch ganz genau, ist ja heute nur angerissen, ich erkläre euch ganz genau, warum die Pferde euch das so geil spiegeln. Und auch, das ist mir so wichtig, weil ich immer wieder Fragen bekomme, ja, aber ich habe kein Pferd. Du brauchst kein Pferd. Wenn du jetzt sagst, du willst endlich aus deinen Mustern raus, du willst nicht mehr in dieser Traurigkeit, Ohnmacht, was auch immer, in den Schleifen gefangen bleiben, dann ist dieses Retreat so geil, weil du kannst auch ohne Pferd in dieser Pferdeenergie dieses Verständnis bekommen, dieses Gefühl bekommen. Es geht darum. Ja. Und ja, cool, ja, ich finde das auch so geil. Und das ist auch, ihr Lieben, ich möchte, dass ihr ein Leben lebt, was von euren Impulsen geprägt ist. Und das ist jetzt auch mit meinem Retreat. Ich bin gestern wach geworden, habe gesagt, ich mache jetzt ein 3-Tages-Retreat. Da habe ich Bock drauf. Hi Maria, du bist auch dabei. Und das ist das, weil alles in eurem Leben folgt der Energie. Nicht, wenn ich erst noch den und den das Zertifikat habe oder wenn ich jetzt den dritten Ehemann habe oder wenn ich den 10. Pferdetrainer habe, funktioniert vielleicht mein Pferd oder mein Leben oder was auch immer. Nein, wenn du deine Energie veränderst, wenn du deine Frequenz veränderst, dann zieht es alles im Außen nach sich. Das ist genial. Das ist so, so geil. Ja, und das Wissen gebe ich euch. Ja, schön, cool. Kerstin schreibt, ich wäre offen, es heute zu erfahren. Ja, genau, nur heute habe ich keine Zeit. Weil ich habe ja 3 Kinder und meine mittlere Tochter, die springt noch rum. Die muss jetzt ins Bett. Es ist zwar frei, sind ja Ferien,
Aber sonst sind die bis in den Puppen auf. Ja, genau. Aber deswegen, ich verlinke das hier drunter nochmal. Freitag, Samstag, Sonntag, 20:30 Uhr. Stellt mir gern alle Fragen, die ihr habt. Zu allen Bereichen, zu eurem Pferd, zu euren, was auch immer, Arbeit, Partnerschaft. Weil ich kann euch da total toll helfen. Und ich kann euch die Impulse geben, was, wo die Blockade ist. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht, in Liebe und Dankbarkeit. Schlaft gut. Und ja, ich gehe morgen bestimmt auch nochmal sowieso online. Und Freitagabend geht's los. Bis dann. Tschüss. Ja, ich gucke nochmal, wer alles dabei war. Die Kerstin, die Maria, die Steffi, die Mirjam, die Anja, die Angelika, die Sarah, die Verena, die Alexandra, genau. Der Steffen war dabei. Die Steffi habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und zweimal Peter und Peter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.